Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Channel. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt nicht zu leise. Ich habe jetzt da gerade gar nicht dran gedacht, aber wenn, dann ist es eben in diesem Part so. Im Zweifelsfall werde ich es im nächsten Part korrigiert haben. Ja, wir sind hier wieder bei einer weiteren Aufnahmesession Pokémon Channel und man merkt schon, ich bin hier gerade im Redefluss, weil ich mich doch mal freue, endlich wieder aufnehmen zu können. Nein. Diese Show wird Ihnen präsentiert von diesen Sponsoren. Soweit wollte ich es nicht kommen lassen. Ja, ich drücke Start und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ja, weiter. 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 Ist unglaublich. Das ist das einzige Spiel, das ich, zu der ich Zeit habe aufzunehmen nach meiner Pause. Ich sollte mir meinen Plan überlegen. Du bist Flash. Heute ist der 28.09.2011. Es ist 16.10 Uhr. Habe ich recht? Ja. Ich hoffe, wir werden mal um diese Uhrzeit ein paar andere Pokémon begegnen. Abgesehen davon waren wir im Wald noch nicht zur Nachmittagszeit. Pikachu ist nicht da. Pikachu ist nicht hier? Nein, wo ist es nur? Hört ihr das auch? Also gut, mal kurz, nur kurz hören. Das ist wieder. Was ist das? Wir gucken mal da rein. Oh, Pikachu! Ja. Jetzt kommt wieder Professor Eichs lehrreiche Worte. Pikachu fühlt sich bei dir zu Hause schon ein bisschen wohl, Flasher. Und Pikachu scheint dich auch sehr zu mögen. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Dazu hätte ich ja fast gerne Umfrage gemacht oder so. Aber ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich wollte ihn eigentlich irgendwie ganz, ja, wie soll ich sagen? Ich wollte ihn eigentlich mal ganz anders nennen, also so wie man es nicht von mir erwartet hätte, aber das habe ich mir jetzt doch anders überlegt. Oh. Falls ich nochmal ändern kann, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie ich ihn bzw. es nennen soll. Ansonsten würde ich sagen, heißt es jetzt so lange Pikachu. Nur anders geschrieben. Klein Buchstaben. Sowieso war es so nervig. Das heißt nicht Pikachu. Ja. Vielleicht sollte ich den Husky mal zur Rate ziehen. Moment, das wäre was. Ich mache hier mal kurz einen Cut und ich frage mal, was der Husky dazu sagt. Welch interaktives Let's Play das hier doch geworden ist. Der Husky sagte zu mir, ich soll es Eierkopf nennen. Ist ein seltsamer Name, aber gut, werden wir erstmal damit auskommen. Ich hoffe, man kann das ändern, wenn ich zu schlechte Resonanz darüber kriege. Ich habe es mir übrigens ehrlich nicht selber ausgedacht. Ich habe ihn nicht gerade gefragt. Nein, er sitzt nicht neben mir oder so, was? Oder ist hier im selben Haus? So, ist doch ein schöner Name. Okay. Ich bestätige, du hast Eierkopf als Kosenamen für Pikachu gewählt. Richtig, ja. Eierkopf, eine gute Wahl. Oh, da freut sich der Eierkopf. Also dann, Flasher, deine Reporte sind wirklich sehr, sehr hilfreich für uns. Dank Reporten wie deinen kann Pokémon Channel sich immer weiterentwickeln und noch besser werden. Eine kleine Anerkennung, aber sei nicht zu verschwenderisch. Oh, 50 Pokémon. Vielen Dank, Professor Eich. Ich werde es gut investieren. Wie immer warte ich schon ganz gespannt auf einen weiteren Report von dir und Eierkopf zu den neuen Programmen. Also ich hatte sowieso vor, ihm einen mehr oder so gut wie möglich witzigen Namen zu geben. Und ja, da bin ich immer sehr unkreativ, deswegen habe ich meinen Husky gefragt. Ich bin mal gespannt, wie er dann darauf reagiert, dass ich jetzt Pikachu Eierkopf genannt habe. Das könnte ganz interessant werden. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was uns Protogel zu geben hat. Protogel.
Portugal. Ja, bis bald, Portugal. Ein Paket mit dem bestellten Waren von Shop Michigi wurde geliefert. Oh, die Muschas-Puppe. Da steht sie nun, für immer und ewig. Die Glumanda-Puppe, da steht sie nun darüber. Wow, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und schon ist unser Zimmer schön blau. Bogwan Mini-Grün. Geil. Lapras-Puppe. Ich glaube, das ist die größte Puppe, die man kriegen kann. Bei einer bin ich mir nicht sicher, ob die vielleicht doch noch größer ist. Aber dazu erst mehr, wenn wir sie haben. Sie würden mal sagen, bevor wir Fernsehen gucken. Oh, was? Wenn ihr seid, Pikachu will jetzt Fernsehen. Was möchte nachts mit dir zur Kobaltkiste? Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich hier so lange aufnehme, bis es Nacht wird. Aber es wäre schon ganz nice. Ich glaube, es passiert etwas, wenn Pikachu uns schon darum bittet. Ich würde mal sagen, bevor wir Fernsehen gucken, gehen wir jetzt mal raus. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, aber ist ja eigentlich auch egal. Oh, es ist Dämmerung. Haben wir schon mal mit dem Mirapla gesprochen? Das weiß ich gerade gar nicht. Mirapla! dieser Synchronsprecher dazu, der muss ja gelitten haben bei den Aufnahmen. Was passiert, wenn du Mirapla für Unkraut hältst und es versuchst, aus dem Boden zu ziehen? Es schreit, es wehrt sich, es fliegt weg. Oh, Mirapla setzt Fliegen ein. Es schreit, es wehrt sich. Also schreien, das wäre eher Alraun aus Harry Potter hier, ne? Aber könnte Mirapla genauso gut machen. Ich glaube, er ist schreit. Also richtig wehren kann er sich doch kaum, hat ja nur Füße und Mund. Yay! Like a boss. Mirapla. Ja, froh, dass wir jetzt doch eher einen harmlosen Namen für Pikachu gefunden haben. Ich habe mein anderes Let's Play gesehen. Da hat der betreffende Let's Player sein Pikachu, glaube ich, Arschkeks genannt. Und das wollte ich ja nun nicht. Apfelgrün darf ich den essen? Ja, ess mal. Der ist wahrscheinlich nicht reif, aber probier einfach mal. Was war das denn? Ladybar, mit dem haben wir schon gesprochen, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir die Karte gekriegt haben. Also wiederholen wir es am besten. Die Stimme. Oh, Ladybar nur sein Sekret, um anderen mitzuteilen, wo er sich befindet. Wo wird dieses abgesondert? Flügel? Nein, Füße. Bestimmt falsch. War bestimmt Mund oder so, aber. Hey, okay, wir haben die Karte schon. Bega! Unglaublich, wir nehmen schon wieder fast 8 Minuten auf und haben eigentlich. Na, okay, wir haben eine Karte. Und wir haben Pikachu den super Spitznamen gegeben. Sie wachsen sehr schön, da sie regelmäßig gepflegt und gewässert werden. Oh, ein Togepi. Sprechen wir mit Togepi. Ist nur schade, dass wir schon mit ihm gesprochen haben auf der Kobaltküste. Küste. Auf der Kobaltküste auf jeden Fall. Man sagt, Togepis Schale sei mit was gefüllt? Glücksgefühle. Ich weiß gar nicht, ob ich was dazu gesagt habe im letzten Mal. Das war jetzt einfach so aus Reflex raus. Weil ich halt ein Pokémon sucht, die Bilder und den Pokédex auswendig kenne. Nein, natürlich nicht. Der ändert sich auch von Generation zu Generation und Spiel zu Spiel. Also ich würde mal sagen, Pikachu sollte jetzt nochmal schnell die Pflanzen bewässern. Hey. Jetzt futtern die das auch noch. Togepi ist erfreut. Ich dachte eigentlich, hier kommt ein anderes Pokémon, mit dem sich Pikachu dann die Frucht teilen kann. Naja. Ich würde mal sagen, jetzt gucken wir einfach nur mal ganz schnell. Rushen von einem Ort zum anderen. Machen mal schnell das hier an. Damit wir noch bei dieser Dämmerungszeit überall mal gewesen sind. Ich möchte etwas anderes machen. Ja, ich möchte auch etwas anderes machen. Also gehen wir mal schnell zum Kleberteil. Also kommen wir nochmal zügig zum Kleberteil. Ja, Pikachu, los geht's! Ja! Im Galopp geht's los! Kleberteil.
Oh, Antifia sind wir noch nie begegnet, oder? Und Brubella weiß ich gerade auch nicht. Egawa haben wir, glaube ich, verkackt. Immerzu. Oder hält sich mit Antifia? Ah, wie riecht das Blatt auf Antifias Kopf? Es duftet. Ach. Sagen wir einfach mal süß. Komm schon, bitte. Ha. Antifia. Ich habe das Gefühl, da haben sie den Original-Synchronsprecher verwendet. Irgendwie. Das hört sich nicht so toll an. Ja, kann man auch schön spammen. So, Lubella, was hast du denn zu sagen? Lubella! Hey, mal dieser Pokémon-Stimmen. Kann ich auch mal ein Special machen, alle Pokémon-Stimmen hintereinander sagen. Wenn Lubella zusammenkommen und tanzen, was tun sie dann tatsächlich? Einen Sturm herbeirufen, der Sonne huldigen, feiern. Ja, der Sonne huldigen, ich glaube, ja, feiern wäre eigentlich dasselbe, aber... Bella, Lubella. Ja. Yeah. Ja, den Abo machen wir jetzt einfach auch nochmal. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, was die Antwort war. Ich glaube, die Frage war, wie kann er sich festhalten? Und ich glaube, die Antwort war mit seinen Beulen. Kleine Haken sind auch nicht für Beulen. Ich glaube ernsthaft, das waren Beulen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, ob wir die Karte haben oder nicht. Oh. Müssen wir eigentlich mal schnell mal in den Ordner gucken. So, würde ich mal sagen, fahren wir jetzt nochmal schnell. Jons schnell zum Wald. Achso, und vors Haus müssten wir mal gucken, weil da wechselt sich das ja auch immer ab mit den Pokémon. Hätte aber jetzt ehrlich nicht gedacht, dass es doch noch ein bisschen unterschiedlich ist, ob Dämmerung tagsüber oder abends. Also ich meine, dass es doch noch eine Zwischenzeit zwischen tagsüber und nachts gibt. Das ist jetzt sehr überraschend. Oh. Oh, du meine Güte, Flasher. Du hast aber wirklich viele Sammelkarten ganz ausgezeichnet. Selbst ein großer Ordner ist schon voll. Oh, hätten wir mal gucken müssen. Fein, wir schenken dir einen neuen Ordner. Oh, da kriegen wir bestimmt wieder Special Super Awesome Karten. Ich glaube, da kann ich auch den Part beenden. Wir gehen im nächsten Part dann weiter. Oh, Magnetilo. Teilweise wünschte ich, auf YouTube wäre es genauso gut, wie es gerade in der Aufnahme aussieht. Das ist ja richtig gut, ja. Videoqualität. Dies ist der Premium-Ordner. Er kann stolze 101 Sammelkarten aufheben. Ach ja, auch in diesem Ordner findest du ein Geschenk von mir, aber ich verrate dir nicht, was es ist. Okay, sammle weiter fleißig Sammelkarten. Bleib am Ball. Gut, gucken wir mal rein. Smetbo, weiß ich gar nicht mehr, was es gemacht hat. Hier Mirapla, das ist, ja, gerade eben erst. Flagmon. Achso, das kriegen wir nur von ihm, stimmt. Magnetilo, nee, das haben wir ja. Oh, Chanera? Ich glaube, Chanera auch nur, weil man Chanera nicht antreffen kann. Ah, es gibt ein Fernsehen zu sehen. Es gibt ein Fernsehen zu sehen, Alter. Genau wie fast jedes andere Pokémon. Oh, the more you know. Oh, Kanimani haben wir auch schon gesehen? Nee, haben wir nicht. Hudut, Urtelam, Lubella, Zumberry. Ich will jetzt nur mal schnell gucken wegen... Ah, oh, Kekarbo. Gut, haben wir auch. Ordner schließen? Ach ne, Moment, ich will jetzt nur mal gucken wegen den Karten, wie viel haben wir? 58, ich glaube mit 50 war schon voll. Wir haben doch nicht eben gerade 8 Karten geholt. Wer hätten wir denn das hinkriegen sollen? Wie geht denn das? 101? War es jetzt eigentlich das Ziel? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte, es waren 200. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, die 101, die machen wir... Die machen wir einfach durch hier in diesem Let's Play. Es fragt, wie man den Fernseher einschaltet. Bringen wir Pikachu jetzt ernsthaft bei, wie man den Fernseher einschaltet? Ich wollte doch jetzt raus. Pikachu, du es nicht. Nein. Nein. Eierkopf möchte wissen, wie man den Fernseher einschaltet. Eierkopf, du drückst den Z-Knopf auf deinem Controller. Und... Es geht an. So, so viel dazu zu dieser Lektion. Eierkopf. Ah, oh oh, ob ich da aber nicht einen Fehler gemacht habe.
Naja, das war es jedenfalls erstmal für diesen Part. Hoffentlich hat es euch gefallen. Vergesst nicht, den Part zu bewerten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.